Ich habe heute ein paar Anmerkungen zu den neuesten Entwicklungen in dem Goldskandal BWF Stiftung EVVE. Und da gibt es eine Firma im Hintergrund, die hieß TMS Dienstleistungs GmbH. Die hat eigentlich die technische Seite durchgeführt, abgewickelt. Und die hat auch einen Insolvenzantrag gestellt und das Insolvenzverfahren ist dieser Tage eröffnet worden. Die Rolle der TMS, wie gesagt, personenidentisch mit den Machern bei der BWF-Stiftung. Man hat dort eingekauft, man hat dort die Verwaltung gemacht, man hat den Tresorraum, der zuletzt in der Königsweg in Berlin-Zehlendorf gewesen ist, betreut. Also das waren so die Hüterin des Falschgoldschatzes. Das Besondere ist, man kann es nachlesen im Internet, dass es jetzt wohl eine Rechnung gibt, wo die TMS für 300.000 Euro Gold bestellt, aber jetzt hat man herausgefunden, dass da ein Teil der Rechnung fehlt. Nicht Gold wurde bestellt für 300.000 Euro, sondern Golddubletten, was den Verdacht nahelegt, dass es sich eben doch um einen gezielten Betrug handeln könnte. Und der Verdacht liegt auch nahe, dass die Verhaftungen an vier Goldhändlern aus diesem Umfeld mit dieser Entdeckung zu tun haben können. Wir haben ohnehin schon in der vergangenen Woche eine Gläubigerversammlung der BWF-Stiftung gehabt. Dort wurde, glaube ich, allen klar, dass die Hoffnung, dass das alles ein Irrtum ist und dass es vielleicht doch echtes Gold ist, dass es jetzt erledigt ist, ist kein echtes Gold, wohl nur weniger als 10% sind echtes Gold. Es ist auch noch im Moment fraglich, wem das Gold gehört. Es könnte der TMS-Stiftung gehören, weil dort das Gold im Keller der TMS lag. Es könnte auch zumindest teilweise der WWF-Stiftung gehören oder der EVVE, die ja im Wesentlichen in Österreich tätig war und dort über die Firma E&S Gold verkauft hat. Eines ist nach der Ansicht der Insolvenzverwalter allerdings ziemlich klar, dass es nicht den Käufern gehört. Also das heißt, diese Meldung, wären Sie Noble Metal Owner oder kaufen Sie Gold, Goldstandard, dann haben Sie in einem Safe Gold, das Sie nehmen können, das stimmt alles nicht. Also es gibt kein zuordnbares Gold oder Falschgold zu dem einzelnen Eigentümer. Wir werden natürlich sehen, was passiert. Wir werden natürlich auch dabei sein, wenn die Gläubigerversammlung durchgeführt wird. Und wir werden sie auf dem Laufenden halten. Das sind aber die aktuellsten Nachrichten zu dem Goldskandal in Berlin, wo immerhin rund 90 Millionen insgesamt eingesammelt worden sind und insgesamt stehen diese 90 Millionen vielleicht 10, 15 Millionen Euro über. Also die Anleger können nicht ernsthaft erwarten, dass sie dort was wiederbekommen. Wenn sie allerdings eine reelle Chance haben, wollen ihr Geld wiederzusehen. Es gibt, glaube ich, sehr gute Haftungsansprüche gegen eine ganze Reihe von Vertrieben, Vermittlern. Es gibt gegen die haftenden, Prospekt genannten Personen Ansprüche. Also man soll nicht aufgeben, aber warten Sie nicht, dass Sie aus der Insolvenz irgendwie Geld wiederbekommen. Wenn Sie Interesse haben, Sie können mich gerne anrufen, wenn Sie mehr wissen wollten, in Deutschland 4930 Berlin 885-9770 oder Sie können natürlich auch gerne den Fragebogen ausfüllen, der unten auf der Seite ausgelegt ist, ausgefüllt ist. Den können Sie aufrufen und ihn schicken. Sie bekommen dann eine kostenlose Erstentschätzung Ihres Falles. Sie bekommen eine Entscheidungsgrundlage, ob Sie was machen wollen und natürlich auch, was es denn kosten würde, wenn wir den Fall übernehmen. Das sind die neuesten Nachrichten. Danke.